hat den Schutzzauber komplett versaut. Was siehst du? Nur Tierspuren. Hey, verbrenn die Dornen hier, dann geht's schneller. Fast bei der Brücke. Die Brücke ist hinüber. Wir brauchen einen anderen Weg zum Tempel. Warum bist du allein hierher gekommen, Junge? Ich hatte Träume, die mich herriefen. Träume. Hey, zieh das mit deinen Kinn runter. Bitte. Der hier lebt noch. Nein, sieh genau hin. Jetzt noch Heelräuber? Wer tut sowas? Wir dürfen wohl nicht hoffen, dass ein Feind von denen unser Freund ist. Ja, vermutlich. Eine Warnung wäre nett. Im Ernst, wer würde Räuber auf diese Art aufhängen?
Etwas Starkes und Gefährliches. Sei auf der Hut. Oh ja, ich bin immer zu auf der Hut. Achtung! Wann ist die Brücke eingestürzt? Vor einer Weile. Ich weiß nicht. Tempel. Suchen wir einen Weg herum. Was es auch ist, es ist schnell. Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Noch immer Opfergaben für Odin. Ihm sind sie doch egal.
Feuer. Vorsicht! Die kehren ja sehr rasch von den Toten zurück. Hinter dir, Bruder! Achtung! Hinter dir! Komm schon, Kratos, hoch mit dir! Weißt du noch, als ich sagte, jemand könnte uns Antworten zu den Riesen und Loki geben? Du meinst Tyr, der alte Kriegsgott in diesen Landen, der tot ist. Also für einen Toten war Odin sehr versessen darauf, dass man ihn nicht findet. Nicht wahr? Er weiß, dass Tyr die Welten gegen ihn vereinen könnte. Und Tyr war der stärkste Verbündete der Riesen, also... Genug. Die kehren ja sehr rasch von dem Tod. Hinter mir, Vorsicht! Mister! Mister!
Diese Säule war beim letzten Mal noch nicht im Weg. Gesagt habe. Tyr war mit den Riesen verbündet. Also wäre er auf unserer Seite, wenn wir ihn finden. Und wenn jemand weiß, wer ich sein soll, dann er. Wenn er da draußen ist, müssen wir ihn finden. Wir müssen einfach. Das sind viele Events, Atreus. Was weißt du? Wirst du bald sehen. Ich weiß nicht, was er entdeckt haben will, aber er sagt, er hätte Beweise. Jetzt sind wir hier. Sehen wir es uns an. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Zu spät. Vater, benutze deine Klinge. Verbrenn sie. Erledigt! Meister! Hinter dir! Hinter dir, Vorsicht! Hinter dir, Vorsicht! Benutze deine Klinge! Verbrenn sie!
erledigt. Komm schon, steh auf, Bruder. Viele Tote hier. Wir sollten weitergehen. Zu spät. Vater, benutze deine Klinge. Verbrenn sie. Bezahl, greif an. Hinter dir. Er schied ihm recht. Nicht das! Hinter dir, Vorsicht! Ist es nicht schön, dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie aufs Stichwort. Mister! Mein Halssumpf ist ganz kalt. Ist es nicht schön, dass Fimbulwinter all unsere hilfreiche Magie ruiniert, während neue Schrecken einfach so gedeihen? Wie aufs Stichwort. Mister. Töten. Wintermann. Ja, sehr gut. Wer das wohl ist?
Wir klettern. Gut. Er ist wirklich gut darin geworden. Und das nächste Bild des Barts. Rechts von dir! Nächster! Vergießen ist nichts Neues für mich, aber so viel davon an einem Morgen? Bruder! Ein Pirscher! Sei auf der Hut! Wir haben wohl unseren Jäger gefunden! Dein Schild ist kaputt, Bruder. Bleib einfach in Bewegung, ja? Und jetzt noch Pirscherinnen in unseren Wäldern. Das ist kein sicherer Ort mehr.
Vater! Der Schild, den Lothar dir gab. Thor hat ihn beschädigt, aber jetzt... Vielleicht können die Zwerge ihn sich ansehen. Vielleicht. Später. Komm, hier können wir rein.
Warum sind wir hier, Atreus? Also, weißt du noch, die ganzen Schreine, die wir fanden, über die Geschichten der Riesen? Die linke Tafel beschrieb ihre Herkunft und die rechte Tafel ihr Schicksal? Ja, wir fanden viele. Ich hab sie gesehen. Tja, dahinter steckt mehr, als wir dachten. Tja, die umgestürzte Säule ist neu, aber der Schrein ist direkt dahinter. In dieser Gegend stürzen wohl regelmäßig Dinge um. Fimbulwinter zerstört alles. Selbst Stein. Woher weißt du immer, wie man die findet? Etwas bewegt da rechts? Na also, los! Schau zu. Oh, das ist neu. Komm mit. Atreus, warte! Ich glaube nicht, dass er wartet. Was ist das, Junge? Wo sind wir? An einem Ort, den nur Riesen sehen sollten. Die Schreine erzählen der Welt ihre Geschichten. Aber wie sich zeigt, werden die wahren Geschichten, die Geheimgeschichten, hier aufbewahrt. Im Inneren. Wisst ihr noch, die Geschichte von Skjöll und Hati, den Wolfriesen? Odin fing sie ein, weil er glaubt, so den Beginn von Ragnarök zu kontrollieren. Ich erinnere mich. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Hier, man sieht, wie die Riesen Skjöll und Hati befreien. Sie sind frei? Ist das Vergangenheit oder Zukunft?
Kommt drauf an, wann man es sieht. Gesprochen wie ein Riese. Seht ihr? Die Wölfe sind sicher irgendwo in Vanaheim. Nicht der erste Ort, an dem Odin suchen würde. Da sind sie und jagen Sonne und Mond. Alte Gewohnheiten. Bis da der Mond gestohlen wird. Irgendwie. Atreus. Seht ihr? Hathi hat nichts zu jagen. Und da heißt es, beim Himmelsraub gebe es keine Opfer. Ich bin nicht sicher, wer das ist. Aber irgendjemand kommt und rettet den Mond. Und dann versperrt der Mond die Sonne. Totale Sonnenfinsternis. Habe ich seit 100 Wintern nicht erlebt. Doch dann jagen sie einen Pfeil. Und alles wird wieder normal. Was hat irgendwas davon zu tun mit... Dazu kommen wir gleich. Schaut, hier ist Ragnarök. Seht ihr, wer die Armeen gegen Odin anführt? Das ist Tyr, wenn er zu Ragnarök da ist. Heißt das, dass er am Leben sein muss, oder? Mimir, kann das sein? Odin sagte mir, er habe Tyr getötet. Und damals vertraute er mir, dachte ich zumindest. Was, wenn er ihn nicht getötet hat? Was, wenn er ihn bloß die ganze Zeit irgendwo eingesperrt hat? Wir sind wieder beim Wenn. Es reicht. Warte. Wir gehen nach Hause. Warte! Eines muss ich dir noch zeigen. Es ist gleich hier. Was ist das? Alles, was ich fand. Tja, fast alles. Das ist Riesenhandwerkskunst. Warst du wieder in Jötunheim? Nein, das lag in einem anderen Schrein. Anderer Schrein? Bei wie vielen warst du? Also bei allen? Zumindest bei allen, die ich in Midgard erreichen konnte. Ich kenne das nicht. Aber es ist wichtig. So wie all das. Als ich in einem der Schreine war, sah ich Tyr als Gefangenen. Aber ich weiß nicht wo. Es gibt Hinweise in den Schrein. Es geht um schwarzen Rauch und blutende Erde. Aber wir konnten nicht herausfinden, wir. Was... Sindri hat mir geholfen. Also, ich habe ihn überredet. Es war nicht seine Idee. Ich brauchte jemanden, der aufpasst. Schwarzer Rauch. Blutende Erde. Ein Gefängnis in Muspelheim. Eher nicht. Odin hat keine nennenswerte Präsenz in den urzeitlichen Welten. Aber blutende Erde? Klingt nach einer Mine, oder? Die Welt der Zwerge vielleicht. Svartalfheim, das kann gut sein. Aus den Minen kam schwarzer Rauch. Und Odin hat die Zwerge schon seit langer Zeit in der Hand. Das ist es. Tyr ist also in Svartalfheim, in einer Mine. Und? Gehen wir? Heim. Hier lang. Junge, selbst wenn wir nach Tyr suchen wollten, wie sollen wir nach Svartalfheim gelangen? Du weißt, dass Odin alle Wege zwischen den Welten versperrt hat. Sindri sagte, er hätte da ein paar Ideen. Sindri hat ständig Ideen. Selben Weg gelangen wir nicht wieder zurück. Gehen wir zurück zum Schrein. Ich kenne noch einen Weg. Hm.
Der Boden sieht hier rissig aus. Das ist eine Abkürzung. Weißt du noch, unser erster Trollkampf hier? Du hast dabei die Kontrolle verloren. Wir müssen vorsichtig sein. Die Gefahr ist nah. Kannst du denn ohne Schild kämpfen? Ist nicht mein erstes Mal. Wir zerstören wieder Dinge zum Spaß und für Profit. Herrlich! Mimir, was hast du von Odins Angebot gehört? An den Jungen? Nicht viel. Sie sind rausgegangen. Aber er hat es uns erzählt. Kein Grund zur Sorge. Was ist mit den Dingen, die er nicht erzählt hat? Vorsicht, links! Bruder, ohne Schild kannst du nichts abwehren! Hinter dir! Nicht da! Böser Treffer! Bist du in Ordnung, Kratos? Betäubt! Setz an! Schöner Schlag, Kratos! Kratos!
pass auf! Polizei! Halt an! Spektakulär! Nicht da! Fast zu Hause. Bruder, auf ein Wort. Nimm dem Jungen seine Neugier nicht übel. Das gehört zur Jugend dazu. In meiner Jugend lernten wir Gehorsam. Und das wünschst du dir für ihn? Er wird so oder so seinen eigenen Weg gehen. Wenn du nicht willst, dass er dir den Rücken zukehrt, dann reiß dich zusammen und geh eine Weile mit ihm. Wenn wir einen Weg fänden, nach Svartalfheim zu reisen, würden wir bestimmt viel nützliche Ausrüstung finden. Mit der... Genug. Wir tun es. Wirklich? Aber wenn wir Tieren nicht finden, gibst du deine Suche auf. Endgültig. Klasse. Du wirst es nicht bereuen. Kratos! Hier drüben! Sindri! So wahr ich hier stehe! Ist das Atreus? Ist das lange her? Bist du groß geworden? Ja. Also, wenn ihr mir folgen würdet, Brock meinte, dass ihr eine Unterkunft für die Nacht braucht und ich glaube, eure Lieblingszwerge können euch da helfen. Wir sind noch eure Lieblingszwerge, ja? Wir kennen keine anderen Zwerge. Auch gut. Nach euch, meine Freunde. Wohin gehen wir? Zur saubersten Hütte in den neuen Welten. Und ich hoffe, das bleibt auch so. Damit meine ich niemanden persönlich. Kratos. Nach dem Vorfall mit Thor haben wir ein paar Räume für euch hergerichtet, bis ihr euren nächsten Zug geplant habt. Wir sind gleich da.
Wie ihr sehen könnt, haben wir uns hier in der Zwischenwelt niedergelassen. Es ist nicht viel, aber wir sind sicher vor Fimbulwinter und vor Odins Augen. Und die Aussicht ist unschlagbar, wenn man grau schimmernde Leere mag. Großartig, Sinn. Eigentlich wollten wir mit dir über einen Plan reden. Faszinierend. Hier entlang, Kratos. Kommt rein, kommt rein! Also, bitte tretet die Füße ab. Und zwar gründlich. Ich warte. Du trittst die Füße nicht ab, oder? Also gut, die Schlafzimmer sind da, die Küche ist gleich dort. Hat jemand Hunger? Kratos? Hunger? Ich brauche nichts zu essen. Was wir brauchen, ist deine Hilfe, nach Svartalfheim zu reisen und Tyr zu retten. Tyr? Am Leben? Ich meine das... Was? Schon gut. Ich hab's ihm erzählt. Alles? Wegen dir war mein Sohn ungehorsam. Nein, ich hab auf ihn aufgepasst. An deiner Stelle. Kein Risiko. Alles war sehr sicher. Kann jemand was sagen? Jetzt ist nur wichtig, dass wir wieder das Reisen zwischen den Welten ermöglichen. Und du kennst einen Weg? Ja, tu ich. Aber es ist bloß da... Da ist sehr viel Schlamm. Warum hast du den Weg dann nicht schon geöffnet? Weil wir für etwas ganz Bestimmtes deine Hilfe brauchen. Oho! Die Huldu-Brüder brauchen also endlich die Dienste des klügsten lebenden Menschen. Genau so ist es. Hey! Nicht so schnell! Wie ist das reingekommen? Was bei Hel ist das überhaupt? Das ist mein Sohn. Was in Jorn Smidas Namen ist mit ihm passiert? Er ist jetzt viel zu groß und sieht jetzt so aus. Ist deine Schuld. Also los jetzt, besorgen wir ihm etwas, das wenigstens passt. Er wird einfach älter, du dummer Trottel. Hattest du nie eine peinliche Phase in deiner Jugend? Hey! Was geschehen ist, ist wohl geschehen. Aber ab sofort sprichst du besser ein Machtwort, wenn du weißt, was gut ist. Oh, er versucht's. Glaub mir. Gut, dann rüsten wir euch scheiße mal aus, bevor ihr euch wieder herumtreibt. Beginnt damit. Ziemlich ramponiert. Wär's dir nicht lieber, wenn ich einfach ein neues mache? Es ist mir sehr wichtig. Mal sehen, was ich tun kann. Und bis dahin, warum mache ich dir nicht etwas, um über die Runden zu kommen? Ich habe gerade nur das Material, um eins davon machen zu können. Wenn ihr mir mehr Ressourcen bringt, dann sehen wir weiter.
der Junge unbedingt weiter wachsen will, sollte er sich regelmäßig neue Klamotten holen. Fimbulwinter hat unser Mädchen ziemlich mitgenommen. Gib sie her. Sie braucht dringend etwas Liebe von Brock. Ich habe ein paar Sachen von dir gefunden und in die Truhe gesteckt. Was würdest du nur ohne mich tun? Ich schaue mich um. Seh mir mein Zimmer an. Sag Sindri Bescheid. Dieses Haus ist toll, Sindri. Das darf sein.
Soll es was Besonderes sein? Keine Erstattungen. Und wie ist es unserem azurblauen Lieblingsgrobian so ergangen? Scheiße, wie nennst du mich? Vorzüglich! Warte, diese Treppen halten dich nicht aus. Bitte zerstör nicht mein Haus. Ich wusste doch, dass du Hunger hast. Hey, sieh mal. Bewahren Sie wohl das Essen auf. Schön, die Wahl zu haben, wenn ich hungrig werde. Ich hoffe, alles ist zufriedenstellend. Wie kommen wir zu den Welten? Wir brauchen nur etwas hinten aus der Werkstatt. Mir nach und bring den Kopf mit. Also, wo genau wird Tyr festgehalten? Er ist irgendwo in einer Mine gefangen. Mehr wissen wir nicht. Die Welt ist voll von Minen, wie ihr wisst. Ihr werdet es eingrenzen müssen. Oh, ihr solltet mit Dürlin sprechen. Wer ist Dürlin? Er ist ein Vetter von uns, sozusagen. Arbeitet an der Sicherheit der Stadt. Er sollte Zugang zu allen möglichen Informationen über Minen haben. Und er ist definitiv kein Freund von Odin. Darum hat deine Mutter ihn um Hilfe gebeten, als sie eine Rebellion anzetteln wollte. Bereit? Eine Rebellion? Wusstest du davon? Ich wusste es nicht. Ein Rebellenführer, der Mutter kannte. Genau den brauchen wir. Ich glaube, ihr habt das Tada verpasst. Naja, auch egal. Ich habe das im Handumdrehen eingeölt. Wir treffen uns vor dem Tor. Rebellenanführer? Dürlin? Ha! Das ist weit mehr Ehre, als er verdient hat. Hä? Und du? Du erinnerst dich so an Dinge, wie auch immer sie dir gerade in den Sinn kommen, oder? Du vermutest wahrscheinlich, dass Dürlin einfach nur darauf wartet, bis ein paar Streuner auftauchen und nach mächtig Ärger suchen. Was meinst du, Brock? Hilft er uns oder nicht? Oh, ignoriert mich. Er steht dem alten Brock nun wahrlich nicht zu, meine Verwandten zu verunglimpfen. Diesen Schmutzfänger einmal ausgenommen. Das ignoriere ich. Schön, dann geht Dürlin besuchen. Seht selbst, wie gut das läuft. Aber seid gewarnt, er ist nicht die freundliche Art von Zwergenvolk, die ihr gewohnt seid. Er ist so stinkig, wie es nur geht und drückt sich komisch aus. Das klingt nach einer guten Vergleichsstudie.
würde gern eure Heimat sehen. Svartalfheim klingt einzigartig. Svartalfheim? Ha! Dämlicher Asenname! Sehen wir etwa wie Dunkelalpen aus? Ach, stimmt. Ihr nennt die Welt ja anders. Nidavellir. Das ist auch der Name der Hauptstadt, in der ihr nach Dürlin suchen solltet. In der verdammten Stadt sind heutzutage so viele Odin-Stiefellecker, dass sich kaum ein Zwerg, der etwas auf sich hält, dort überhaupt blicken lassen würde. Harsch, aber zutreffend. Hört ihr das? Wir brauchen nur den Bifrost und den Kopf. Brock, nimm du ihn. Ah, das ist dann wohl der Teil, der meine Hilfe erfordert. Ganz genau. Dieses Gerät hier wurde nach deinen Maßen angefertigt. Damit erhältst du einen besseren Blick auf das Problem mit deinen besonderen Bifröst-Augen. Also gut. Kann ich es irgendwie kontrollieren? Oh nein. Nein, 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 nein. Damit halten wir dich bloß fest, um das Licht in deine Augen zu strahlen. Ah, Sindri! Du elender Mistkerl! Öffne sie jetzt! Ah. Ich hatte wirklich gehofft, nicht die Augenklammer nutzen zu müssen. Tu es! Ja, das ist gut und lösen. Immer noch unangenehm. Unser Stichwort. Los, schnell! Ich komme. Verbrechsfilgers Eier. Wofür war das denn? Das wirst du bald sehen. Nur kurz justieren. Fertig. Das sollte reichen. Siehst du? Kein bleibender Schaden. Ich geb dir einen bleibenden Schaden, du Witzling. Kratos, wirf mich auf ihn, Hörner voran. Och, verstehst du, alte Ziege, keinen Spaß. Der Bifrost ist defekt. Jetzt, wo wir diese Tore zur Nutzung von Yggdrasil-Samen umgestellt haben, braucht ihr keinen Reisetisch und keine Bifröstlampe mehr. Sie hat auch Licht gespendet. Ah ja, guter Hinweis. Ich lass mir was einfallen. Aber sieh dir das zuerst an. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Deinen Schlüssel auf die Rune für Svartalfheim. Rechts, konzentriere dich. Um in diese Welten zu gelangen, brauchst du einen Samen für sie. Das sollte euch zum Sumpf außerhalb der Stadt Nidavellir bringen. Geht zum Marktplatz und fragt in der Taverne nach Dürlin.
Ist er in der Taverne bekannt? Durlin war immer ein unverbesserlicher Säufer. Er könnte sich zwar völlig geändert haben, aber ich vermute... Nein. Willst du mitkommen? Oh, ich schau vielleicht vorbei. Aber die Sümpfe sind feucht. Und die Grimme sind überall. Fiese, schleimige, stinkende Kreaturen. Aber viel Glück! Danke. Warte, was? Viel Glück! Du weißt aber schon, dass wir den Eintrachtstein nicht mehr haben, oder? Natürlich weiß er das. Oder? Natürlich weiß ich das. Wow, spürt ihr das? Was denn, Junge? Alles, einfach alles. Es ist warm. Wir könnten dieses Boot nehmen, wenn ich es nur loskriege. Vorsicht, Junge! Ah! Wieso sind die so schnell? Scheiße, links! Das geht ja schon recht munter los. Atreus, du warst unachtsam. Dafür ist das Boot los. Wir können durch diese Kanäle, wenn du willst. Diese Kette im Wasser. Das ist eine Zwergenversorgungsfähre. Besagte Fähre ist wohl verschwunden. Huh. Ein Vogelspion weniger. Ich kann kaum glauben, dass Mutter hier einen richtigen Aufstand anführte gegen Odin und es nie erwähnt hat. Dass der kein gutes Ende nahm, könnte sie davon abgehalten haben. Was deine Mutter vor uns tat, war ihre Sache. Hast du je gefragt? Augen aufs Wasser. Das sind Ressourcen. Wenn du Mutter nie nach früher gefragt hast, worüber habt ihr denn dann gesprochen, als ihr euch kennengelernt habt? Hast du bloß gesagt... Weib. Hüte das Haus, ich gehe am Fluss angeln. Und sie dann 5 Tage allein gelassen? Nein. Deine Mutter konnte viel besser angeln als ich.
Habt ihr das dort gesehen? Dieses Rad blockiert den Kanal. Ich schätze, wenn man es drehen kann, sollten wir durchkommen. Das ist also Feuchtland, ja? Trifft es gut. Es ist ein Sumpf. Der Gestank brennt mir in den Augen. Es ist deutlich intensiver als bei meinem letzten Besuch hier, jetzt wo du es sagst. Der Weg geht wohl hinter dem Geysir weiter. Wären wir doch nur in Midgard. Das Wasser wäre im Nu eingefroren. Oder könnte Einfrieren funktionieren? Und wenn du deine Axt benutzt? Sieht aus wie ein Artefakt des Zwergenwiderstands. Redmars Armschutz, Vater von ein paar Zwergen, die du vielleicht gut kennst. Brock möchte die Dinger vielleicht zurückhaben. Besser in seinen Händen als hier draußen.
etwa stabil genug zum Klettern? Ja, gute alte Zwergenhandwerkskunst. Tyr war ein Freund der Riesen. Ob er und Mutter sich kannten? War er Teil der Rebellion hier? Gut möglich. Der Kriegsgott setzte sich oft für die Riesen ein. Auch wenn ich nicht weiß, ob er sich je offen als Verbündeter bekannt. Gut, das Rad hier oben muss ich irgendwie drehen lassen. Nase voran zwischen zwei Backen endet. Der Boden. War das ein Erdbeben?
Sowas kommt in Svartalfheim selten vor, ist aber nicht gänzlich unbekannt. Bei all dem Bergbau muss das Land ja durcheinander geraten. Kommst du von hier an das Rad heran? Oh, wow. Ganz genau so abgesenkt, wie wir es brauchen. Ich habe nachgedacht. Es ist so warm. Vielleicht nicht deshalb, weil die Kälte noch nicht hier ist, sondern vielleicht ist es einfach anders in Svartalfheim. Ja, Junge. Fimbulwinter befällt nicht alle Welten auf dieselbe Weise. Seltsam, dass es durch Fimbulwinter nicht immer Winter wird. In Midgard schon, aber wie du siehst, sind die Auswirkungen hier von eher gasförmiger Natur. Beobachte die Geysire, beachte den bereits erwähnten Duft. Diese Folgen waren schon zuvor in gewisser Form vorhanden, doch nun sind sie extremer. Passen wir unter der Brücke durch?
Geister. Hinter dir, Bruder! Mister! Hinter dir, Bruder! Hinter dir! Pass auf! Hinter dir! Pass auf! Nächster! Vorsicht, links! Die Geysire verschlossen? Ich glaube, wir müssen das Rad bewegen, aber das Wasser ist zu flach. Ein Geysir haben wir eingefroren. Ist sonst noch irgendwo einer? Überall. Hey, ist der Geysir da oben stärker geworden? Beim Einbringen des Geysirs hat sich der Druck der anderen verändert. Vielleicht gibt es einen Aussichtspunkt. Ich will mehr sehen. Ja, das Rad dreht sich und das Tor senkt sich. Der Einfallsreichtum der Zwerge. Zurück zum Boot.
Wenn die Zwerge in dieser Welt so sind wie Brock und Sindri, ist es kaum denkbar, dass sie zu Odin stehen. Tja, viel zu oft lässt man sich auf kurzer Sicht von Eigennutz blenden. Odin bot ihnen Sicherheit. Und ihm zu trotzen, ist nicht ungefährlich. Vielleicht brauchen sie nur ein paar Götter, die ihm mal die Stirn bieten. Atreus, deshalb sind wir nicht hier. Das war nur ein Witz. Krieg ist kein Witz. Vor allem, was Götter anbelangt. Vater, da oben. Was Gutes gefunden? Thank you.
Glaubst du wirklich, Odin würde die Abmachung einhalten? Dass er uns in Ruhe lässt, wenn wir uns fernhalten? Nein. Das heißt aber nicht, dass ich ihn bekämpfen will. Vielleicht finden wir ein neues Zuhause, wo weder er noch Freya uns Ärger machen. Aber wenn wir Tyr finden, kann er mit uns kämpfen? Kämpfen? Das, habe ich nicht so gemeint. Wir können so viel von Tyr lernen. Jede Art, auf die er uns helfen kann, ist gut, oder? Wir sollten weiter. Ich bin froh, dass wir hier sind und eine neue Welt erkunden. Vielleicht genießen wir einfach die Wärme.
hier schlimm aus. Und ja, ich bleibe wachsam. Wahrscheinlich wimmelt es hier von Grimm. Vorsicht rechts!
Ja.